Im letzten Part von Sonic Frontiers haben wir die zweite Welt erkundet, die Ares Island heißt. Wir haben angefangen, hier ein bisschen was aufzudecken, haben auch schon einen guten Fortschritt gemacht. Schönes Tee übrigens hier. Und jetzt haben wir auch genug Fragmente gesammelt, um mit Knuckles reden zu können. Aber das machen wir noch nicht, denn wir gucken uns wie immer erstmal die ganze Insel an, bevor wir irgendwas groß machen. Wir haben heute 60 Minuten Zeit, circa. Also wir haben jetzt eigentlich die ganze Fahrt Zeit, einfach nur rum zu erkunden. Vielleicht machen wir heute ein oder anderes Story-Element. Aber ich werde nicht die Story durchrushen. Wenn ich der Meinung bin, ich gehe jetzt weiter, dann gehe ich weiter. Aber bis dahin sammle ich alles, was mir so über den Weg läuft. Ich bleibe erstmal in dem Bereich hier, weil hier vorne ist auch noch eine Challenge, sehe ich gerade. Wir können ja heute mal versuchen, den Boss da zu besiegen, den wir im letzten Part nicht gesehen haben. Da gab es doch diesen. Auf den Stelzen da. Der war mit Fleisch, oder? Nee, da war ich noch nicht, aber ich nehme es dann. Weil wir brauchen die möglichst viele Herzen und Fragmente, aber was auch immer. Siehst du, da gibt es schon das nächste und hier ist eine Challenge. Und wir sind wieder Max-Ringe. So. Versuche innerhalb des Zeitlimits 50 Schaden. Jetzt zwei Schätze. Und viele von diesen Crocs, sag ich mal. Achso, an das Ding, naja, das ist ja easy. Ich frage mich, ob die Insel, die man da im Hintergrund sieht, ob das die andere Insel ist. Warte mal. Ob das da eine der zukünftigen Inseln ist oder die von letztes Mal. Das wäre mal nice zu sehen. Sieht man das auf der Karte? Nee. Aber man kann auch die Karten wechseln, das ist gut. 88% entdeckt. Ja, da ist noch Entdeckpotenzial, denke ich mal. Aber im Groben und Ganzen haben wir alles gesehen. Das, was noch fehlt, ist halt so tiefgründige Sachen, wisst ihr? Das kann ich vielleicht auch offscreen machen. Aber vielleicht zählt ja auch diese anderen Dinger dazu, diese 100% bei den Leveln, vielleicht zählt das auch mit dazu. Deswegen habe ich nur 88%. Das kann auch sein. So, hier gibt es XP 1600, das gibt gleich mal 3 Level-Ups, also 9 Fähigkeitenpunkte. Ach ja, dieses Game ist einfach schon schön und dass es keinen Fallschaden gibt, das macht das Ganze natürlich noch besser. Hier war ich noch nicht mehr. Das Ding ist, ich weiß aber nicht, wo ich schon war und wo nicht. Das ist nur ein bisschen. So, aber hier gibt es noch einen zweiten Schatz, den möchte ich auch noch gerne mitnehmen. Schlüssel. Den haben wir schon mal besiegt, aber können wir eigentlich nochmal machen. Der gibt ja eigentlich immer Schlüssel oder sowas, ne? Da ist noch irgendwas in der Luft. Wie komme ich da hin? Hier geht es auch noch nach oben, hier war ich auch noch nicht.
Ich würde jetzt zumindest mal so vom Look her sagen. Ach ja, das macht schon Spaß, oder? Ich weiß nicht, ob das vom Zugucken her auch Spaß macht. Das kann ich schlecht beurteilen. Aber holt euch das Spiel unbedingt selber und zockt es selber. Das macht einfach so viel Spaß, alles aufzudecken und sowas. Viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Das macht ihr. Das ist so ein Standardpacken eigentlich. Das hier. Ach, das ist dieses Blockding. Hier blocken, genauso. Ich glaube, wir sind in der Nähe von Knuckles, ne? Theoretisch könnten wir jetzt. Ach ja, stimmt, das war eine diese Imperie hier. Das heißt, ja, und der Spieler kriegt es auch natürlich so zurück. So, bitteschön. Ich glaube, wir sind jetzt am Anfang. Genau, wie es Knuckles. So groß ist das Gebiet gar nicht, oder? Hier oben ist noch eine Challenge, die können wir mitnehmen. Auch man sieht sogar. Man sieht sogar, welches Gebiet die aufdecken. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die Frage ist, diese Medaillons, die hier noch so sind, heißt das, die muss ich noch holen oder die habe ich schon? Ich setze mir mal einen Marker hier und dann decke ich das auf. Ja, genau das ist das Problem. Hier gibt es teilweise zu viele Konstrukte, wo ich nicht weiß, habe ich das schon oder wie, auf Nummer oder. Das heißt, ich könnte das ein oder andere übersehen. Das ist aber auch nicht so das Thema, also nicht so schlimm. Weil es ist einfach zu viel zu entdecken hier. Hier ist es. Ah, ich habe eine Idee. Das ist, glaube ich, für die Challenge, dass man sich hier hochbumst und dann durch Ringe fliegen muss. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine lila Münze. Naja, Ringe, ja, Vierecke. Wir haben jetzt genug Zeit, also brauchen wir das schnelle Fallen nicht zu aktivieren. Oder ist das der Titan? Kann das sein? Ich besiege das Ding mal noch nicht. Falls wir das noch nicht besiegen können. Kann ja sein. Hier gibt es viele lila Münzen. So. Was ich so sehe, nehme ich halt mit. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier. Ja doch, das müssten ja. Die sind ja gerade erst aufgeploppt. Also sind alle Schlüssel, beziehungsweise jetzt in dem Fall Medaillen, die ich hier sehe, dafür da, dass ich. Hier ist der Emerald. Wie viel brauche ich dann noch? 2. Ah ja gut, ich habe noch gar kein Level entdeckt in dieser Region. Noch kein einziges Level entdeckt. Dann gehe ich mal hier hin. Okay. Ja,
Ich meine, gut, wir haben die Karte, also rein theoretisch kann ich nichts übersehen, oder? Theoretisch. Praktisch, ja. XP-Punkte. Denke ich mal, auch bald schon wieder unsere Power hochstufen. Und wenn wir dann finden, unser Tempo und die Ringe wahrscheinlich. Ich denke mal, für den nächsten Boss ist es wichtig, dass wir die Ringe hochstufen, dass wir mehr Zeit haben. Also für den nächsten Titan. Geld. Und hier geht's nach unten. War ich hier nicht schon? War das nicht die Oase, wo ich schon war? Nee, offensichtlich ja nicht. Das gab aber XP, Junge. Jetzt bin ich schon bei 15 Fähigkeitspunkte, die ich ausgeben kann. Hier gibt es noch mehr. 40, na gut, das ist nichts. Doch, hier war ich doch schon. Aber warum ist das nicht aufgedeckt? Hä? Hier ist doch literally diese Challenge gewesen. Genau hier neben mir. Und warum deckt das denn das Gebiet nicht auf? Das verstehe ich nicht. Also groß ist das Gebiet gar nicht, ne? Wenn man mal überlegt, wir sind jetzt hier schon wieder hier. Wollte ich eigentlich nicht hin, aber offensichtlich muss ich da doch. Da gibt es offensichtlich ja noch einen Weg. Aber ich würde eigentlich diese Crocs hier sammeln. Ich nenne die jetzt sofort dann Crocs, das ist einfach. Das ist noch eine Challenge. Nimm das auch immer Challenge jetzt, das macht es einfacher. Ich glaube, die heißt noch offiziell Herausforderung. Passt. So, wo war jetzt diese Challenge hier? Wahrscheinlich wieder bei Nacht oder die Dünenstadt. Das hätten wir auch abgehakt. Die Challenge konnte ich anscheinend nicht machen. Wahrscheinlich ist der Sand noch zu hoch. Ich weiß nicht. Es macht schon Spaß, muss ich sagen. Also wir machen jetzt wahrscheinlich nur 60 Minuten Erkundung. Danach haben wir endlich mal alles gesehen, grob. Und dann können wir weitermachen. Mit Knuckles ansprechen und sowas, also so Story-Elemente. Deswegen mache ich gerade nicht Turbo. Aber ich finde, das Sprungverhalten ist irgendwie ganz komisch gerade. Aber jetzt ging's. Okay. Ah, ich glaube, ich hätte nicht drücken sollen. Egal.
Sind wir schon wieder hier bei der Oase zum dritten Mal heute? Weil irgendwie alle Wege hier hinführen. Ah, warte, ich gleich muss ich diese Dünen. Genau. Irgendwo. Manchmal ist es aber auch echt penibel. Das sind halt so einfache Mechaniken, an die du nicht so schnell denkst mit den Dingern. Aber da drüben ist noch eine Challenge. Das ist wie so eine separate Insel. Wie komme ich denn da hin? Also ich hoffe, Sega und das Sonic-Team machen in der Zukunft noch mehr solche Spiele. Die machen unglaublich, also dieses Sonic macht unglaublich Spaß. Also ich muss zugeben, bei diesen alten Sonic-Games war ich teilweise so schnell gelangweilt, weil das einfach immer dasselbe war. Aber das hier, das bringt ja schon irgendwie frisch mit rein. Wie komme ich denn jetzt darüber? Achso, ich sehe schon. Hier gibt es so viele Wege noch. Also, ach, ich sehe schon, ich habe diese nervig gehen. Wie denn? Du hast doch kaum noch Leben. Wurde entsiegelt und dann jetzt mit. Ah, wir können jetzt den Emerald holen. Den blauen. Alle weiteren brauche ich wahrscheinlich noch mehr Schlüssel. Also diesmal brauche ich mehr Schlüssel als sonst. Also viel mehr Gegner besiegen und alles sowas. Dann wird das schon. Junge, ich bin jetzt bei 25 Fähigkeitenpunkte. Ich könnte jetzt die Autokombo kaufen, glaube ich. Nein! Ich habe so viel Level-Up jetzt gemacht hier durch diese Gegner. Warte mal, ich besiege. Ich gehe noch nicht. Genau deswegen, der hat hier Fähigkeitenpunkte verloren. Wird mal Zeit für wir ausgeben, ne? Würde ich sagen. Gucken wir erstmal, was hier ist. Okay, haben wir. So, geben wir mal aus, was haben wir hier? Rundkick. Ein drehender, rasanter Tritt in der Luft. Verfolgungsschuss. Ja, ich glaube, ich spare auf Verfolgungsschuss, oder? Letztendlich muss ich ja sowieso alles kaufen, aber wenn ich erstmal das Teure kaufe, also sprich das hier alles, dann habe ich nachher das Billigere und es ist dann viel besser und geht schneller. Also ich glaube, ich nehme immer erstmal das Teure. In dem Fall ist das Teuerste, was ich jetzt freischalten kann, 40. Oh, ist das jetzt die... Ah, wir sind bei der zweiten Insel. Wunderbar. Wollte ich jetzt ja sowieso. Ich
Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich bei der ersten Insel, die wir hatten, auf dieses eine Herz komme, ne? Da war doch noch dieses eine Herz relativ am Anfang. Da weiß ich immer noch nicht, wie man rankommt. Das ist nicht machbar. Das ist viel zu weit weg. So, wieder ein paar Fähigkeitspunkte. 2000! Jetzt haben wir schon wieder drei Level-Ups gemacht. Einen brauche ich noch für... Was machst du? Aber genug sein, glaube ich, oder? Nee, 100 nur. Da gibt es auch wieder noch eins, ein Fragment. Ey, das macht schon Spaß. Ich muss gleich mal gucken, wie lange die Aufnahme überhaupt schon ist. Wenn jetzt schon eine Stunde rum ist oder so, dann hola. Also das Spiel ist frisst immens viel Zeit und das ist doch gut so. Endlich mal wieder ein Spiel, was mich fesselt. Ich muss zugeben, ich habe in den letzten Wochen vielerlei Spiele probiert, die ich noch nie gespielt habe. Aber irgendwie war da der Reiz und die Lust so schnell raus, dass ich da überhaupt keine Lust hatte, das überhaupt anzufangen. Ne? Da saß ich teilweise im Hauptmenü schon und habe gesagt, ah, nee, lass mal. Aber Sonic, das fesselt mich richtig. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn ihr euch Sonic holen könnt, tut das wirklich. Also ihr verpasst da was. Das ist wirklich eines der besten Spiele dieses Jahres. So, jetzt können wir was hier holen, ne? 30, 31, 32, kurz vor 33. Jetzt können wir endlich die Fähigkeit da. Man kommt sogar in den Trainingssimulator. R2 in der Luft und danach Viereck. Ja, das ist, denke ich mal, ganz okay. R2 und Viereck. Muss ich mir dann immer noch mal angucken. Weil die ganzen Kombos, die vergesse ich alle. So, warte, ich guck mal eben nach der Aufnahmezeit. Oh, alles schick. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Wir sind erstmal bei 35 Minuten, glaube ich. Oder 25, ich weiß nicht mehr. Doch 25, glaube ich. Junge. Ach ja. Ah. Und noch ein Secret, noch eine Challenge. Ah, jetzt muss ich da hochrennen, ne? Lass mich raten, 30 Sekunden? 20? Jetzt wird aber langsam spicy. Ah, na, wobei, das ist machbar. Da ist noch eine dritte Insel da unten. Hier ist der nächste. Ah, nee, hier ist ein Level. Oh, das erste Level in dieser Welt, glaube ich. Oder wir hatten schon eins, ich habe es total ausgeblendet. Nee, eigentlich nicht, oder? Einen Schlüssel brauchen wir, dann können wir da rein. Ein Zahnrad, meine ich. Okay, zwei Zahnräder hatten wir bisher gefunden. Also gut, da kommen wir rein, definitiv.
Ich musste kurz was klären. Aber wenn während der Aufnahme stört. Okay, ich sehe schon, das ist 3D und schwer. Fokussieren wir erstmal auf die Ringe, dann kann ich nämlich alles andere erstmal weglassen. Erstmal diese roten Ringe. Theoretisch ist die Zeit ja sowieso egal. Aber der erste Run ist ja jetzt für mich erstmal die roten Münzen. Und irgendwie kriegst du bei denen nur Damage, weil du die ganze Zeit spuckst. Stelle ist ganz schön schwer, Mensch. Junge, ist die Stelle schwer, also wirklich. Ja, gucke, du frisst so oder so Schaden. Du kannst das nicht ausweichen. Und das ist das dann, was du hier Zeit frisst. Deswegen musst du zwei Runs machen. Einmal, wo du dich wirklich nur auf die roten Münzen fokussierst und einmal, wo du dich nur auf die Zeit konzentrierst. Das geht sonst gar nicht anders. Der steckt dir immer Schaden zu. So wie jetzt. Also solange du mindestens einen Ring hast, ist das ja nicht so schlimm, weil du kannst ja damit einen Schaden fressen. Es ist aber wirklich schwer. Du kannst es so schwer einschätzen hier. Das ging ja gerade nochmal gut, du. Aber jetzt kommt wieder diese schwere Stelle hier. So jetzt. So, die roten Ringe habe ich schon mal. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir auf Zeit gehen. 55 Sekunden und 30 Ringe. 30 Ringe sollte machbar sein, wenn man einfach nur auf nicht treffen lassen. Okay, das war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass ihr zwei Runs macht und euch die Zeit nehmt. Weil die roten Ringe mit allem anderen zu verbinden, ist gerade das Schwere dran. Das frisst teilweise so viel Zeit. Aber gut, wenigstens zählt es, dass man das später auch noch machen kann. Gut.
Yay, der rote Emerald. Jetzt können wir schon zwei holen. So. Das war Welt 2-2. Also irgendwo habe ich noch 2-1 übersehen. Ja, Sonic, genau das solltest du nicht. Och, Sonic, was sollte denn das? Ich drücke doch nur R2 nach vorne, sodass er quasi nach vorne dasht, weil ich es, glaube ich, sonst nicht geschafft hätte. Und dann dasht der einfach so schräg nach links, wo er eigentlich nicht hin soll. Das ist Sonic, Mann. Zum Glück gibt's hier keine Leben. Sonst könnte man ja echt einen Game Over Counter machen, tatsächlich teilweise. So, zurück hier. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, so viele Medaillen aber auch noch, ne? Wahnsinn. Ich glaube, noch zwei Schlüssel brauchen wir bis zum nächsten Emerald. Ich denke mal, dafür steht die 15 von 17 oben, weil das war eben bei 12, glaube ich. Mal, wo bin ich denn überhaupt? Ach, hier. Hier gibt es noch Medaillen. So viele Medaillen hier noch. Noch so ein Krog. Fähigkeiten-Level ab. Und ich denke mal, ich gehe jetzt hier nicht gezielt auf auf jede Medaille, oder? Ich weiß nicht. Ist halt schon irgendwie lame. Im Grunde wisst ihr ja, wie das abläuft mit den Medaillen, oder? Ich denke mal, ich werde nicht im Let's Play oder im Wii. Ich würde es nicht selber nicht mal als Let's Play bezeichnen. Ich nehme es einfach auf, so wie ich es spiele und laber dazu. Mehr ist es ja nicht. Also ich würde es nicht mal als richtig Let's Play bezeichnen. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Ich zwingt ja niemand, irgendwie YouTube-Videos zu machen. Oder so. Ich mache das einfach so von mir aus. Deswegen erwarte ich auch keine Zuschauer, deswegen habe ich auch keine hohen Erwartungen und deswegen stecke ich auch keine hohen Erwartungen rein, irgendwie was zu schneiden, weil warum sollte ich? Sieht man doch, dass sich das teilweise nicht mal lohnt, irgendwas zu machen. Da ist noch ein Level. Aber ich wollte jetzt eigentlich, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, dafür steht das. Ah, ja gut, ich verstehe. Ich wollte jetzt eigentlich hier hin. Jetzt weiß ich, was diese Statuen zu bedeuten haben auf der Karte. Das sind die Level. Ich habe erst gedacht, das ist der Titan. Nein, nein. Oh. Oh, Leute, du bist aber auch zum Kacken zu blöd. Gut, darum sind nur Ringe, die brauche ich nicht. Mann, hier bin ich zweimal lang gelaufen. Warum habe ich denn das nicht gleich mitgenommen? Ich erkenne nämlich dieses Tor wieder. Daran lang wollte ich eigentlich nicht, aber da gibt es bestimmt so eine Medaille. Na, dann machen wir das mal. Und ich denke mal, ich mache heute nicht so lange, oder? Man muss ja nicht jedes Mal die 50 Minuten, 60 Minuten auskosten. Wir können es auch mal ein bisschen chilliger angehen. Das ist ein reiner Erkundungspfad, würde ich sagen. Und ich habe meinen Spaß heute gehabt. Es sieht mir nach Stampfen aus.
Ja, das Stampfen. Da habe ich doch eben. Ging nicht. Nennt sich hier Stampfen. Ah. Ach, jetzt? Nach dem dritten Mal oder so hat sich was getan. Oben ist noch ein Dings. Und da ist ein Zwischenboss. So, warte, was sagt jetzt die Zeit? Ja, okay. Wir hätten noch 20 Minuten. Lass uns diesmal ein bisschen chilliger angehen. Oder? Ja, doch, komm. Lass uns für heute gut sein. Dann danke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.